Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder und heute machen wir gemeinsam das Notizbuch. Das gibt es als Set bei Your Diamond Painting und ich habe es jetzt hier liegen und möchte es mit euch gemeinsam in diesem Video machen. Das sind die Steinchen, groß und klein. Ich habe hier verschiedene Größen, verschiedene Formen und deshalb habe ich heute auch den Wachsstift benutzt, den ich auch von Your Diamond Painting habe. Diesen Stift habe ich halbiert, sodass ich zwei Stifte habe, weil er sehr lang ist und ich mit kleineren Stiften besser zurechtkomme. Aber so habe ich wenigstens zwei davon. Ja, das Polsterchen habe ich von günstigen Stiften von Action. Die gibt es in allen Farben und ich habe jetzt den schwarzen an den Wachsstift dran gemacht, weil es perfekt passt. Also wenn ihr euch fragt, wo man die Dinger kriegt, für 95 Cent oder so gibt es die Stifte bei Action. Die Buntstifte und da könnt ihr diese Polsterchen abmachen. Ja, wir machen als erstes die größten Steinchen dran. Ich habe das Ganze im Schnelldurchlauf gemacht mit euch, weil das Video sonst 50 Minuten gegangen wäre. Und ich finde, so finde ich die Sache ein bisschen schöner. Ihr seht so wenigstens, wie das Notizbuch von Anfang bis Ende gemacht wurde. Ich mache es mit euch fertig und deshalb lehnt euch zurück und am Ende des Videos kommt noch ein kleiner Tipp für euch. Ja, lasst euch überraschen und bis dahin genießt das Video. Bis gleich, ihr Lieben. Ja, wenn ihr auch so einen Stift haben möchtet, schaut mal bei Your Diamond Painting unter den Fotos bei Zubehör. Dort seht ihr diesen Wachsstift. Ihr könnt aus diesem ganz langen Wachsstift zwei Wachsstifte machen, indem ihr ihn in der Hälfte auseinander macht. Anspitzen könnt ihr mit einem ganz normalen Anspitzer, wie für normale Buntstifte auch. Klappt wunderbar. Ja, ich bin begeistert. Besonders bei großen und andersförmigen Steinen ist dieser Stift echt fabelhaft. Also perfekt. Ich brauche nie wieder einen Wachstunken für solche Sachen wie das Notizbuch, sondern einfach den Wachsstift nutzen. Für normale Paintings mit eckigen Steinchen würde ich aber dann doch den normalen Diamond Painting Stift nutzen, weil sich sonst das Wachs auch manchmal so ein bisschen abdrückt und man damit nicht so ganz gut schieben kann. Aber für solche Sachen wie das Notizbuch oder für Glitzerbilder ist der Stift echt super. Also nur so ein kleiner Tipp am Rande von mir. Und ja, am Ende des Videos, wie gesagt, noch ein bisschen was Schönes für euch, wo ihr euch eine kleine Freude mitmachen könnt. Erstens, das Gewinnspiel läuft noch bis 15.09. Macht mit im Video mit dem Unboxing von dem Jon Snow, also von Game of Thrones Unboxing. Unter dem Video kommentieren, meinen Kanal abonnieren und wenn ihr möchtet, das Video teilen. Ja, das sind so die Bedingungen. Also wenn ihr teilnehmen möchtet, kommentiert unter dem Unboxing mit dem Game of Thrones personalisierten Bild. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt. Sagt mir einfach, ne, was im Video gesagt wurde. Und ja, dann drücke ich euch die Däumchen. Dann gibt es auch noch ein Gewinnspiel von Your Diamond Painting auf Facebook. Schaut mal auf der Seite vorbei. Der Link ist unter dem Video in der Videobeschreibung. Nehmt an dem Gewinnspiel teil, gewinnt ein schönes Halloween-Bild. Und ja, im Moment ist auch eine schöne Aktion von Your Diamond Painting, indem ihr ein personalisiertes Bild günstiger bekommen könnt. Mehr dazu am Ende des Videos.
So, und dann wären wir auch schon fertig mit dem Notizbuch, das ihr für Notizen, für Zeichnungen, für Tagebuch und sonstiges nutzen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem schönen Stück, wenn ihr es euch kaufen möchtet, auf Your Diamond Painting, im Moment im Set, im Angebot. Und dann hätten wir noch ein schönes, ja, ein Rabattangebot von Your Diamond Painting. Schaut mal dort vorbei, der Link ist unter dem Video in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!